30. Kapitel. Ein Kern. Fast dreiviertel Stunde hatte jenes dem Polarklima eigene Phänomen gedauert. Die Bären und die Füchse hatten Zeit gehabt, sich damit etwas zugute zu tun. Gewiss kamen diese Vorräte den im rauen Winter ausgehungerten Bestien sehr gelegen. Zerrissen waren die Schlittendecken, offen und eingeschlagen die Pemmikenbehälter, die Säcke mit Zwieback geplündert, die Teevorräte auf dem Schnee umhergestreut. An einem Fässchen mit Weingeist die Dauben herausgerissen und der Inhalt natürlich ausgeflossen. Die Lagergerätschaften lagen umher, alles trug die Spuren der Raubgier dieser wilden Tiere, ihres wütenden Hungers und ihrer unersättlichen Gefräßigkeit. »Das ist ein schönes Unheil«, sagte Bell, als er die Szene der Verwüstung betrachtete. »Und wahrscheinlich ein nicht wieder gut zu machendes«, meinte Simpson. »Erst wollen wir den Schaden aufnehmen«, sagte der Doktor, »von dem anderen sprechen wir später.« Schweigend sammelte Hatteras schon die umherliegenden Kisten und Säcke, man suchte den Pemmikan und den noch essbaren Zwieback zusammen. Der Verlust eines Teiles des Spiritusvorrats war besonders empfindlich, mangelte dieser, so gab's ja auch kein warmes Getränk, keinen Tee, keinen Kaffee mehr. Als sie nun ihren Gesamtverlust überschauten, schätzte der Doktor, dass gegen 200 Pfund Pemmikan und 150 Pfund Zwieback verloren gegangen waren. Sollte die Reise fortgesetzt werden, so mussten sich die Reisenden mit halben Rationen begnügen. Eine Weile lang überlegte man, was zu tun sei. Sollte man zum Schiffe zurückkehren und die ganze Expedition wiederholen? Aber sollte man die schon zurückgelegten 150 Meilen umsonst gemacht haben? Und dann, wenn sie ohne Brennmaterial zurückkehrten, welch verderblichen Einfluss würde das auf den Geist der ganzen Mannschaft äußern? Würde man nochmals Leute gewinnen, welche sich zu diesem Zuge über die Eisfelder entschlössen? Es lag auf der Hand, dass nur in der Fortsetzung des Weges, selbst auf die Gefahr der Herbstenentbehrungen hin, ihr Heil zu suchen sei. Der Doktor, Hatteras und Bell waren bald dafür entschieden, nur Simpson war für die Umkehr, die Strapazen der Reise hatten seine Gesundheit angegriffen, er war sichtlich schwächer geworden. Doch da er mit seiner Ansicht allein blieb, unterzog er sich wieder der Leitung des Schlittens und die kleine Karawane setzte ihren Weg nach Süden weiter fort. Vom 15. bis 17. Januar ging die Reise in gewohnter Eintönigkeit weiter, doch kam man nur langsamer vorwärts. Die Reisenden ermatteten, sie waren wie zerschlagen in den Füßen, auch die Hunde zogen nur noch mit Mühe. Die jetzt ungenügende Nahrung vermochte weder Menschen noch Tiere wieder zu stärken. Dabei wechselte das Wetter wie gewöhnlich zwischen strenger Kälte und feuchten, durchdringenden Nebeln. Am 18. Januar zeigten die Eisfelder plötzlich ein wesentlich anderes Aussehen. Eine große Menge Peaks, geformt wie scharf zugespitzte Pyramiden, von bedeutender Höhe zeichneten sich am Horizonte ab. An manchen Stellen durchbrach der Boden die Schneelage, er schien aus Gneis, Schiefer und Quarz, untermischt mit Kalkgebirge zu bestehen. Endlich hatten also die Wanderer festes Land unter sich, und aller Wahrscheinlichkeit nach konnte dasselbe nur zu Neu-Cornwallis gehören. Der Doktor konnte sich nicht enthalten, einmal mit gewisser Befriedigung auf die solide Unterlage fest aufzutreten, nur 100 Meilen trennten die Reisenden noch vom Kap Belcher. Aber auf diesem unebenen Boden, der so reich an Spitzensteinen, gefährlichen Vorsprüngen, Spalten und Schluchten war, nahmen ihre Kräfte reißend ab. Bald musste man in tiefe Bodenhüllungen hinein, bald wieder die steile Küste emporklimmen oder schmale Schluchten übersteigen, in denen der Schnee wohl 30 bis 40 Fuß hoch lag. Die Reisenden dachten bald mit Sehnsucht an den zurückgelegten, gleichmäßigeren Weg zurück, an die Eisfelder, über die der Schlitten so köstlich hinglitt.
Jetzt bedürfte es anderer Kraftanstrengung, ihn fortzubewegen. Die kreuzlahmen Hunde reichten nicht mehr aus, die Menschen mussten sich noch mit vorspannen und ermüdeten sich so desto mehr. Dann und wann war man genötigt, alles vom Schlitten abzuladen, wenn es gar zu steile Anhöhen zu ersteigen galt, deren Oberfläche keine festen Anhaltepunkte bot. So verlangte die Entfernung von 10 Schritt oft die Arbeit ganzer Stunden. Den ersten Tag legte man auf diese Weise über diesen Cornwalliser Boden ganze 5 Meilen zurück, in einem Lande, das seinen Namen mit Recht trägt, denn es zeigt ganz ebenso die rauen Berge. Die scharfen Spitzen und Kanten und die wild zerklüfteten Felsen wie die Südwestspitze von Altengland. Am anderen Morgen erreichte der Schlitten die Höhe der Küste. Ganz von Kräften waren die Reisenden außerstande, sich ein Schneehaus zu bauen, und mussten die Nacht, in ihre Büffeldecken gewickelt, unter dem Zelte zubringen. Wobei sie die nass gewordenen Strümpfe auf der Brust zu trocknen suchten. Die Folgen eines solchen Verhaltens liegen auf der Hand. Das Thermometer fiel dazu diese Nacht auf 44 Grad und das Quecksilber gefror. Der Zustand Simpsons ward allmählich beunruhigend. Ein hartnäckiger Lungenkatarr, heftiges Reißen mit unerträglichen Schmerzen nötigten ihn, sich auf dem Schlitten niederzulegen, statt diesen zu leiten. Bell trat an seine Stelle, auch dieser war leidend, aber doch nicht bettlägerig. Auch der Doktor entging dem Einflüsse dieses mörderischen Klimas nicht gänzlich, doch keine Klage ging über seine Lippen, und standhaft marschierte er, auf den Stock gestützt, voraus. Er sondierte den Weg, er half überall. Hatteras, kaltblütig, unerschütterlich, fast gefühllos, wie er war, blieb bei seiner Eisennatur gesund, wie am ersten Tage, und folgte schweigend dem Schlitten. Am 20. Januar war die Kälte so schneidend, dass schon die geringste Anstrengung eine vollkommene Erschlaffung zur Folge hatte. Inzwischen wurden die Schwierigkeiten des Bodens der Art, dass Hatteras, Bell und der Doktor den Schlitten mitziehen helfen mussten. Scharfe Stöße hatten dessen Vorderteil zerbrochen, so dass man ihn reparieren musste, und solcherlei Hemmnisse wiederholten sich mehrmals täglich. Mit halbem Leibe im Schnee und trotz der Kälte schwitzend, verfolgte die Gesellschaft einen tiefen Hohlweg. Niemand sprach ein Wort. Auf einmal sah Bell den neben ihm gehenden Doktor erstaunt und erschrocken an, und gleich, ohne eine Silbe zu sprechen, rafft er eine Handvoll Schnee auf und verreibt ihn mit aller Kraft auf dem Gesichte des Gefährten. Zum Teufel! Bell! Rief der Doktor abwehrend, Bell aber frottierte ihn nach besten Kräften weiter. Aber, Bell, begann der Doktor wieder, Mund, Augen und Nase voller Schnee, sind sie toll geworden? Was soll das heißen? Das heißt, erwiderte Bell, dass, wenn sie noch eine Nase besitzen, sie dieselbe mir verdanken. Eine Nase, erwiderte bestürzt der Doktor, indem er mit der Hand danach fühlte. Jawohl, Herr Claboni, Sie waren im Begriff, das Gesicht zu erfrieren, und Ihre Nase sah vorhin vollkommen weiß aus. Ohne meine energische Behandlung dürften Sie jetzt wohl dieses Schmuckes, der, wenn auch für die Reise lästig, doch im Allgemeinen nötig erscheint, beraubt sein. Wirklich hätte der Doktor nur wenig später die Nase total erfroren gehabt, jetzt war infolge der kräftigen Abreibungen Bells der Blutkreislauf in ihr wiederhergestellt und jede Gefahr vorüber. Ich danke, Bell, sagte der Doktor, und hoffe, mich revanchieren zu können. Dessen bin ich sicher, Herr Claboni, und gebe der Himmel, dass wir nie ein größeres Unglück zu beklagen haben. Sie spielen auf Simpson an, antwortete der Doktor, der arme Bursche muss viel ausstehen. Fürchten Sie für ihn? Fragte lebhaft Hatteras. Ja, Kapitän, sagte der Doktor. Und was fürchten Sie?
einen heftigen Ausbruch von Skorbut, seine Beine sind schon angeschwollen und das Zahnfleisch wird dick. Der Bedauernswerte liegt halb erfroren auf dem Schlitten und jeden Augenblick erneuern die Stöße seine Schmerzen. Ich bedauere ihn herzlich, Hatteras, aber ich vermag nichts zu seiner Erleichterung zu tun. Armer Simpson, murmelte Bell. Vielleicht könnten wir ein bis zwei Tage Halt machen, meinte der Doktor. Halt machen, versetzte Hatteras, wo das Leben von 18 Menschen von unserer rechtzeitigen Rückkehr abhängt. Indessen, fiel der Doktor ein. Klar, Bonnie, Bell, erwiderte Hatteras, hören Sie mich an. Nicht mehr für 20 Tage haben wir Lebensmittel. Können wir unter diesen Umständen einen Augenblick verlieren? Weder der Doktor noch Bell vermochten ein Wort zu erwidern, und so setzte der Schlitten nach nur kurzer Unterbrechung seinen Weg fort. Am Abend hielt man am Fuße eines kleinen Eishügels Rast, aus welchem Bell schnell eine Höhlung herausarbeitete, in welcher die Reisenden sich bargen. Der Doktor wachte die Nacht über bei Simpson. Der Skorbut ergriff den Unglücklichen mit voller Heftigkeit, und seine Leiden pressten ihm fortwährende Klagelaute durch die geschwollenen Lippen. Ach, Herr Klaboni! Mut, Mut, mein Junge, sagte der Doktor. Ich komme nicht wieder mit zurück, ich fühle es, denn ich ertrage das nicht länger. Ich möchte lieber sterben. Seinen verzweifelten Klagen begegnete der Doktor mit verdoppelter Sorge. Obgleich selbst angegriffen von den Mühsalen des Tages, bereitete er dem Kranken doch in der Nacht mehrere beruhigende Getränke. Aber auch der Zitronensaft war ohne alle Wirkung und trotz aller Einreibung breiteten sich die skorbutischen Erscheinungen mehr und mehr aus. Den folgenden Morgen musste der Arme wieder auf den Schlitten gebracht werden, trotz seiner Bitten, ihn allein zurück und in Frieden sterben zu lassen. Dann nahm man den abscheulichen Weg mitten durch immer wachsende Hemmnisse wieder auf. Die eisigen Nebel durchkälteten die drei Männer bis auf die Knochen, Schnee und Graupeln schlugen ihnen ins Gesicht, sie dienten mit als Saumtiere und hatten nicht einmal ausreichende Nahrung. Duke, der seinem Herrn ähnlich, kam und ging, aller Ermüdung spottend, immer munter, und suchte schon von selbst den besten Weg auszuspüren. So dass man sich auf seinen wunderbaren Instinkt völlig verließ. Am Morgen des 23. Januar, bei fast völliger Finsternis, denn es war Neumond, war Duke wie gewöhnlich voraus. Aber Stunden vergingen, bevor er wieder sichtbar wurde. Hatteras wurde darüber desto unruhiger, da der Boden zahlreiche Spuren von Bären zeigte, schon war er unschlüssig, welchen Weg er nehmen sollte, als sich ein lautes Bellen vernehmen ließ. Hatteras beschleunigte den Gang des Schlittens und bald fand man auch das treue Tier in der Tiefe eines Hohlwegs. Duke stand wie versteinert und bellte vor einer Art Kern, der aus einigen jetzt mit Eis überzogenen kalkigen Steinen errichtet war. Dieses Mal ist es aber ein Kern, sagte der Doktor, während er schon seinen Zugriemen löste, das ist keine Täuschung. Und was nützt er uns? Fragte Hatteras. Wenn es ein Kern ist, Kapitän, so kann er für uns sehr kostbare Dokumente bergen, vielleicht enthält er Nahrungsmittel, und das lohnte schon allein die Mühe der Untersuchung. Und welcher Europäer könnte bis hier hinaufgekommen sein? Fragte Hatteras mit Achselzucken. Wenn es keine Europäer waren, können es nicht Eskimos gewesen sein, die diese Zuflucht errichteten und darin von der Beute ihres Jagd- oder Fischzugs niederlegten? Sie pflegen es ja, soviel ich weiß, gewöhnlich zu tun. Nun gut, überzeugen Sie sich, Klaboni, sprach Hatteras, aber ich fürchte sehr, Sie werden sich eine vergebliche Mühe machen. Klaboni und Bell begaben sich mit Äxten bewaffnet nach dem Kern.
Duke bellte wütend weiter. Die Kalksteine waren zwar fest durch Eis verbunden, aber einige Schläge genügten doch, sie loszulösen. Da ist sicher etwas drinnen, sagte der Doktor. Ich glaube es nun auch, war Bates Antwort. Schnell zerstörten sie das kunstlose Bauwerk. Bald fanden sie eine Höhlung, in dieser lag ein ganz feuchtes Papier. Klopfenden Herzens ergriff es der Doktor. Hatteras kam nun auch hinzu, nahm es und las. Item, Popphase, 13. Dezember 1860. 12 Grad Länge, 8 Grad 35 Breite. Der Popphase, sagte der Doktor. Der Popphase, wiederholte Hatteras. Ich kenne kein Schiff dieses Namens, das diese Meere beführe. Es ist klar, erwiderte der Doktor, dass Seefahrer, vielleicht Schiffbrüchige, vor weniger als 2 Monaten hier gewesen sind. Ganz ohne Zweifel, meinte Bell. Was sollen wir tun? Fragte der Doktor. Unseren Weg fortsetzen, erwiderte kaltblütig Hatteras, ich kenne kein Schiff namens Popphase, aber ich weiß, dass die Brigg Forward unsere Rückkehr schmerzlich erwartet. 31. Kapitel. Simpsons Tod. Die Reise wurde wieder aufgenommen, neue, ungewohnte Gedanken ergriffen alle, denn ein Zusammentreffen mit anderen ist in jenen Polargegenden ein hochwichtiges Ereignis. Hatteras voll Unruhe runzelte die Stirn. Der Popphase, sprach er zu sich selbst, was ist das für ein Schiff, und was führt es hierher, so nahe zum Pole? Bei diesen Gedanken überlief ihn ein Schaudern. Der Doktor und Bell ihrerseits überdachten nur die möglichen Folgen der Entdeckung jenes Fragmentes, ob sie Mitleidende retten oder von jenen gerettet werden sollten. Bald aber waren sie wieder eine Beute der Hindernisse, Schwierigkeiten und der Ermattung und hatten nur noch ihre eigene, doch so gefahrvolle Lage vor Augen. Simpsons Zustand ward immer schlechter, dem Doktor konnten die Vorzeichen des nahenden Todes nicht entgehen. Er vermochte nichts mehr zu tun, zumal da er selbst an einer schmerzhaften Augenentzündung litt, die ihn, wenn er sie vernachlässigte, mit Blindheit bedrohte. Die Dämmerung verbreitete doch eine ziemliche Lichtmenge, die, von dem Schnee zurückgeworfen, die Augen reizte. Nur mit Mühe vermochte man sich gegen jene Rückstrahlung zu schützen, denn farbige Brillengläser, welche man sonst verwendet, überzogen sich bald mit einer Eisschicht und wurden undurchsichtig. Dabei musste man immer sorgfältig auf den Weg achten und auf möglichste Entfernungen hin die Richtung des Weges zu bestimmen suchen, und so wurde es wirklich schwierig, der Gefahr einer Augenentzündung zu entgehen. Der Doktor und Bell halfen sich in der Art, dass sie abwechselnd die Augen bedeckt hielten und abwechselnd die Leitung des Schlittens übernahmen. Nur mühsam geht dieser noch auf seinen abgenutzten Kufen und war ebenso schwer fortzubewegen. Dagegen die Schwierigkeiten des Weges nahmen täglich nur zu, da man über einen vulkanischen, tiefgerissenen, befurchten und mit scharfen Kanten reich versehenen Boden reiste. Bis auf eine Höhe von 1500 Fuß war die Gesellschaft nach und nach gekommen, die Temperatur war dabei so rau als möglich. Windstöße und Wirbelstürme traten mit ungewohnter Heftigkeit auf und ein trauriges Bild boten die Unglücklichen, die sich über diese verlassenen Höhen hinschleppten. Daneben waren sie noch von Schneeblindheit befallen, dieser gleichmäßige Glanz griff sie an, sie waren schwindlig, wie betrunken.
Der Boden schwand unter ihren Füßen und schien keinen festen Stützpunkt mehr zu bieten auf der ganzen ungeheuren weißen Decke. Es war ihnen ein Gefühl, wie beim Schwanken des Schiffes, wobei das Verdeck dem Fuße zu entschwinden scheint. Die Reisenden vermochten sich nicht daran zu gewöhnen, und die Fortdauer dieser Empfindung nahm ihnen den Kopf ein. Ihre Glieder wurden schwer beweglich, ihr Geist war gleichsam schlaftrunken, und so zogen sie auch wirklich, wie im Halbschlaf weiter. Nur eine entstehende Verwirrung, ein unerwarteter Stoß oder Fall brachte sie einigermaßen zum Bewusstsein, welches sie aber doch schon nach kurzer Zeit wieder verließ. Vom 25. Januar ab stiegen sie dann über steile Abhänge niederwärts, doch nahm ihre Abspannung auf diesen übereisten schiefen Flächen nur zu, ein Fehltritt, der ja nur schwer zu vermeiden war. Reichte wohl hin, sie in tiefe Abgründe zu stürzen, in welchen sie rettungslos verloren gewesen wären. Gegen Abend peitschte ein wütender Sturm die schneeigen Gipfel. Kaum vermochte man der Gewalt des Orkans Widerstand zu leisten, sodass die Reisenden gezwungen waren, sich platt auf die Erde niederzulegen, was sie aber wieder der Gefahr aussetzte. Auf der Stelle anzufrieren. Bill errichtete mit Hatteras Hilfe wieder ein Schneehaus, in welchem die Elenden Schutz suchten, dort stärkte man sich durch etwas Pemmican und warmen Tee. Nur 4 Gallonen Weingeist waren noch übrig, und von diesen brauchte man immer, nur um den Durst zu löschen, denn man darf nicht glauben, dass der Schnee als solcher hierzu brauchbar gewesen wäre. Im Gegenteil musste dieser immer erst geschmolzen werden. In gemäßigten Klimaten, wo die Temperatur nicht viel unter dem Gefrierpunkt sinkt, würde der Genuss des Schnees keine besonders üble Wirkung haben, aber in den Polargegenden ist das ganz anders. Er nimmt dort eine derartige Kälte an, dass man ihn oft ebenso wenig wie glühendes Eisen mit bloßer Hand anzufassen vermag, obwohl er ein so schlechter Wärmeleiter ist. Zwischen ihm und dem Magen ist also eine so bedeutende Temperaturdifferenz, dass sein Genuss vollkommene Erstickungsanfälle erzeugen würde. Die Eskimos ertragen lieber die härtesten Entbehrungen, als dass sie sich solchen Schnees bedienen, der das Wasser keineswegs ersetzt und den Durst nur steigert. Die Reisenden konnten also nur unter der Bedingung von jenem Gebrauch machen, dass sie ihn mittels Spiritus zerschmelzen ließen. Um 3 Uhr morgens, als der Sturm am heftigsten wütete, begann der Doktor seinen Teil der Nachtwache. In einer Ecke des kleinen Raumes stützte er sich auf den Ellenbogen, als schwere Klagen Simpsons ihn aufmerksam machten. Er erhob sich, diesem beizustehen, stieß sich dabei aber unsanft an die Eisdecke des Gemachs. Ohne darauf besonders zu achten, beugte er sich über den Leidenden, um dessen angeschwollene und blau angelaufene Glieder zu frottieren. Als er sich davon nach einer Viertelstunde erheben wollte, stieß er sich nochmals so heftig, obwohl er damals auf den Knien lag. "Das ist doch sonderbar", sprach er zu sich. Forschend hob er die Hand über den Kopf, die Decke senkte sich merklich. "Großer Gott!" rief er, "schnell auf, ihr Freunde!" Hatteras und Bell sprangen rasch empor und stießen sich ebenfalls gegen den Kopf, es herrschte die tiefste Finsternis. "Wir werden hier erdrückt", sagte der Doktor, "hinaus! Schnell hinaus!" Alle verließen, Simpson durch den Eingang fortschleppend, den gefährlichen Ort. Es war höchste Zeit, krachend stürzten bald die Eisblöcke, welche nicht gut aufeinander lagen, zusammen. So waren die Bedauernswerten, ohne Schutz vor der heftigen Kälte, aufs Neue der Wut des Sturmes preisgegeben. Hatteras versuchte das Zelt aufzuschlagen,
Doch vermochte es der Gewalt des Windes nicht zu widerstehen, und so blieb nichts übrig, als sich noch selbst unter die Leinenstücken zu flüchten, welche bald von einer dicken Schneelage überweht waren. Doch verhinderte dieser Schnee, durch den ihre Eigenwärme nicht ausstrahlen konnte, mindestens, dass sie selbst zu Eis erstarrten. Erst am Morgen ließen die Windstöße nach, als sie die jetzt nur knapp gefütterten Hunde wieder einspannten, sah Belle, dass drei von ihnen schon ihr Riemenzeug angenagt hatten. Zwei schienen ernstlich krank und konnten nicht weiter fort. Trotz alledem musste die Karawane wohl oder übel ihren Weg wieder aufnehmen, noch 60 Meilen waren bis zu dem ins Auge gefassten Punkte zurückzulegen. Am 26. rief Belle, der voranschritt, plötzlich die anderen herbei, zu nicht geringem Erstaunen sahen sie ein Gewehr an eine Eiszacke gelehnt. Eine Flinte, rief der Doktor aus. Hatteras prüfte sie, sie war in gutem Zustande und noch geladen. Die Mannschaft des Popvase muss hier in der Nähe sein, meinte der Doktor. Hatteras erkannte, dass die Waffe amerikanischen Ursprungs sei, seine Hand erfasste krampfhaft den beeisten Lauf. Vorwärts! Vorwärts! Sprach er mit dumpfer Stimme. Weiter ging es die Bergabhänge hinunter. Simpson schien alles Gefühles beraubt, kein Klagelaut ertönte von ihm, er war schon zu schwach dazu. Der Sturm dauerte fort, aber immer langsamer kam der Schlitten voran. Nur wenige Meilen legte man in 24 Stunden zurück, und trotz der strengsten Einteilung gingen die Nahrungsmittel erschreckend zu Ende. Aber solange noch etwas über die für die Rückreise berechnete Menge übrig war, trieb Hatteras vorwärts. Am 27. fand man, fast verweht vom Schnee, einen Sextanten und später eine Kürbisflasche. Diese enthielt Branntwein, oder vielmehr ein Eisstück, in dessen Mitte der Alkohol des Getränkes sich in einem Schneeballe konzentriert hatte, der Fund erschien wertlos. Offenbar folgte Hatteras unwillkürlich den Spuren einer traurigen Katastrophe, er schlug eben den einzigen überhaupt gangbaren Weg ein und traf so auf Trümmer eines schrecklichen Schiffbruchs. Der Doktor spähte nach Kräften, ob er nicht wieder einen Kern gewahren könne, aber vergeblich. Trübe Gedanken peinigten den Kapitän, wenn er die Hilflosen, welche hier gewesen waren, entdeckte, welche Hilfe konnte er ihnen leisten? Ihm selbst und seinen Begleitern begann es schon an allem zu fehlen, ihre Kleidung ging in Stücken, ihre Nahrung zu Ende. Waren jene Schiffbrüchigen zahlreich, so kamen sie alle durch Hunger um. Hatteras wünschte sie offenbar lieber zu vermeiden. Hatte er nicht ein Recht dazu, er, von dem das Wohl aller seiner Begleiter abhing? Dürfte er, wenn er noch Fremde mit an Bord brachte, die Sicherheit aller aufs Spiel setzen? Aber diese Fremden waren ja auch Menschen, waren ihresgleichen, vielleicht gar Landsleute. So schwach auch die Hoffnung auf ihre Rettung war, dürfte man sich ganz darüber wegsetzen? Der Doktor suchte Bells Meinung darüber zu erfahren, aber dieser schwieg, seine eigenen Leiden schnürten ihm das Herz zu. Klaboni wagte gar nicht, Hatteras zu fragen, und so ergab er sich ruhig dem Beschlusse der Vorsehung. Am Abend des 27. Januar schien es mit Simpson zu Ende zu gehen. Seine Gliedmaßen waren eisig kalt, sein keuchender Atem bildete einen Nebel um seinen Kopf, und krampfhaftes Zucken verkündete seine letzte Stunde. Sein Gesichtsausdruck, seine Blicke ohnmächtigen Zorns, die er noch auf den Kapitän schoss, war schrecklich, verzweifelt. Er verriet eine schwere Anklage, er schleuderte auf jenen zwar stumme, aber doch deutliche und wohl nicht ganz unverdiente Vorwürfe. Hatteras näherte sich dem Sterbenden nicht.
Er mied ihn, er floh ihn, er wurde schweigsamer und in sich gekehrt, mehr als je. Die folgende Nacht war furchtbar, mit doppelter Macht brach der Sturm los. Dreimal wurde das Zelt weggerissen und der Schneeschauer peitschte den Bedauernswerten ins Gesicht, machte sie blind und übereiste sie. Simpson war dem fürchterlichen Wetter preisgegeben. Es gelang zwar Bell, das armselige Obdach des Zeltes wiederherzustellen, aber ein noch heftigerer Windstoß riss es zum vierten Male weg und entführte es wirbelnd unter grausigem Pfeifen. Ah, das ist zu arg, rief Bell. Mut, nur Mut, sprach ihm der Doktor zu, der in seine Nähe kroch, um nicht in eine Schlucht mit fortgerissen zu werden. Simpson stöhnte. Plötzlich richtete er sich noch einmal mit den letzten Kräften halb auf, streckte die geballte Faust gegen Hatteras, der ihn unbeugsamen Blicks ansah, aus. Stieß noch einen herzzerreißenden Schrei aus und fiel tot zurück, ohne seine Drohung vollenden zu können. Er ist tot, rief der Doktor. Tot, wiederholte Bell. Hatteras, der auf die Leiche zuging, ward vom Sturme zurückgestoßen. Das war das erste Opfer, welches das mörderische Klima aus der Gesellschaft riss, der erste, der nie einen Hafen wiedersehen sollte, der erste, der nach unendlichen Leiden den Starrsinn des Kapitäns noch mit seinem Leben zu büßen hatte. Dieser Totte hatte ihn als Mörder angeklagt und Hatteras nicht den Kopf dabei verwandt. Doch glitt heimlich eine Träne aus seinem Auge, die auf der blassen Wange gefror. Der Doktor und Bell betrachteten ihn fast mit Grauen. Auf seinen langen Stock gestützt stand er da wie der Geist dieser erstarrten Regionen, grad aufgerichtet trotz der wütenden Windstöße, wie unheilverkündend bei seiner erschreckenden Ruhe. Ohne von der Stelle zu weichen blieb er stehen bis zum Grauen der Dämmerung, zäh, kühn, unbezwingbar und schien dem Sturm, der rings um ihn tobte, zu trotzen. 32. Kapitel. Rückkehr zum Vorwärt. Gegen 6 Uhr morgens legte sich der Wind und fegte, nach Norden umspringend, die Wolken vom Himmel. Das Thermometer zeigte 33 Grad unter Null. Die ersten Strahlen der Dämmerung versilberten nur erst den Horizont, den sie bald vergolden sollten. Hatteras näherte sich seinen beiden niedergeschlagenen Gefährten und sagte mit schwacher, trauriger Stimme: Meine Freunde, mehr als 60 Meilen trennen uns noch von dem durch Sir Edward Belcher bestimmten Punkte. An Nahrungsmitteln haben wir nur noch das unbedingt Notwendige, um bis zu unserem Schiffe zurückzugelangen. Jetzt noch weitergehen hieße uns dem gewissen Tode ausliefern, ohne irgendjemand anderem zu nützen. Wir kehren unseren Weg zurück. Das ist der rechte Entschluss, Hatteras, sagte darauf der Doktor. Wahrlich, ich wäre Ihnen gefolgt, wohin es nur wäre, aber unsere Gesundheit schwindet von Tage zu Tage. Kaum können wir noch einen Fuß vor den anderen setzen, ich billige also den Entschluss zur Rückkehr vollkommen. Und ist das auch Ihre Ansicht, Bell? Ja, Kapitän, erwiderte der Zimmermann. Wohlan denn, entschied nun Hatteras, so wollen wir 2 Tage rasten. Das wird nicht zu lange sein. Der Schlitten bedarf umfänglicher Reparaturen, ich bin auch dafür, gleich noch ein Schneehaus zu errichten, um darin unsere Kräfte erst wieder zu sammeln. Als man darüber im Reinen war, gingen die drei hurtig ans Werk. Bell verwandte alle Sorge auf die Festigkeit des Baues, und bald erhob sich eine entsprechende Zuflucht in dem Hohlwege, wo sie den letzten Halt gemacht hatten.
Wie sehr hatte sich Hatteras Zwang antun müssen, um diese Reise abzubrechen? So viele Mühe, so viele Anstrengungen verloren. Ein unnützer Zug, auch noch mit einem Menschenleben erkauft. Und nun die Rückkehr zum Schiffe ohne ein Stückchen Kohle. Was würde aus der Mannschaft werden? Was würde sie ausführen unter Richard Shandons Einflüsterungen? Eifrig betrieb nun Hatteras das Nötige für die Rückkehr. Der Schlitten wurde wieder instand gebracht, seine Ladung hatte sich wesentlich vermindert und betrug keine 200 Pfund mehr. Man restaurierte nach Kräften die abgenutzte und zerfetzte Kleidung, die vom Schnee durchzogen und von Eis gestärkt war. Neue Mokassins und Schneeschuhe ersetzten die abgelaufenen. Diese Arbeiten nahmen den ganzen 29. bis zum Morgen des 30. Januar in Anspruch. Nachher ruhten die Reisenden, so gut es eben ging, und stärkten sich für das Kommende. Während dieser teils in dem Schneehause, teils auf dem Eise der Schlucht verbrachten 36 Stunden, beobachtete der Doktor aufmerksam Duke, der ihm ganz ungewöhnlich erschien. Immer lief der Hund herum und schweifte unzählige Male in einem Raum umher, der einen bestimmten Mittelpunkt zu haben schien. Diesen bildete eine kleine Erhöhung des Erdbodens, so als wenn dort mehrere Eisschollen übereinander lägen. Duke, der immer diesen Punkt umkreiste, bellte verhalten, wedelte unruhig mit dem Schweife und schien seinen Herrn fragend anzusehen. Erst wollte der Doktor diese Unruhe von der Anwesenheit der Leiche Simpsons herleiten, die sie zu begraben noch nicht Zeit gefunden hatten. Diese traurige Pflicht sollte noch desselben Tages erfüllt werden, da man mit der nächsten Dämmerung aufzubrechen willens war. Bill und der Doktor versahen sich mit Hatten und gingen im Grunde des Hohlwegs nach jener durch Ducks Benehmen auffallend gewordenen Erhöhung, welche so passend schien, die Leiche darin zu bestatten. Beide entfernten erst die lose Überlage von Schnee und bearbeiteten dann die härteren, eisigen Schichten. Beim dritten Schlage schon stieß der Doktor auf einen spröden Körper, der in Stücke sprang. Er suchte etwas davon auf und brachte Scherben von einer Glasflasche ans Licht. Bell seinerseits zog einen hart gewordenen Sack hervor, der noch ganz gut erhaltenen Zwieback enthielt. Nun? Sagte der Doktor erstaunt. Was soll das bedeuten? Fragte Bell, der seine Arbeit unterbrach. Der Doktor rief Hatteras, welcher sogleich hinzukam. Duke bellte lebhaft und wühlte mit den Pfoten den weichen Schnee weg. Sollten wir auf eine Niederlage von Nahrungsmitteln gestoßen sein? Sagte der Doktor. Das scheint fast so, meinte Bell. Fortfahren, rief Hatteras. Noch einige Reste von Speisen wurden aufgefunden, und dann ein Gefäß, das noch zu einem Viertel mit Pemmican gefüllt war. Das ist hier ein Versteck, sagte Hatteras, dem aber vor uns schon Bären ihren Besuch gemacht haben. Die Vorräte sind nicht mehr unangetastet. Das fürchte ich auch, erwiderte der Doktor, denn er brachte den Satz nicht zu Ende. Ein Aufschrei Bells unterbrach ihn, als dieser einen stärkeren Eisblock wegwälzte, kam ein steif gefrorenes, menschliches Bein zum Vorschein. Ein Leichnam, brach der Doktor aus. Das ist kein Versteck, sagte Hatteras, sondern ein Grab. Der bloßgelegte Kadaver gehörte einem Matrosen von ungefähr 30 Jahren an. Vollkommen gut erhalten trug er noch die gewöhnliche Kleidung der Polarmeerfahrer, und auch der Doktor wagte nicht zu entscheiden, wie lange er wohl schon läge. Bald darauf grub Bell aber noch einen zweiten Leichnam,
den eines Mannes von etwa 50 Jahren auf, der noch auf seinem Antlitz die Spuren der Leiden trug, die ihn dahingerafft hatten. Das sind keine von anderer Hand begrabenen Körper, rief der Doktor aus, diese Unglücklichen hat der Tod überrascht, so wie wir sie hier finden. Sie haben ganz recht, Herr Claboni, bestätigte Bell. Grabt weiter. Weiter, trieb Hatteras. Bell wagte es kaum. Wer konnte wissen, wie viel Leichen wohl noch dieser Hügel barg? Diese Leute sind demselben Unfall zum Opfer gefallen, der uns bedrohte, sagte der Doktor, ihr Schneehaus ist zusammengestürzt. Aber wir wollen nachsehen, ob einer von ihnen noch atmet. Schnell wurde weiter abgeräumt, und Bell förderte auch noch einen dritten Körper heraus, einen Mann von etwa 30 Jahren, der gar nicht so leichenähnlich aussah, wie die anderen. Der Doktor beugte sich über ihn und glaubte noch einige Lebenszeichen wahrzunehmen. Er lebt! Er lebt! Rief er erfreut. Mit Bells Hilfe schaffte er den Verunglückten in das Schneehaus, während Hatteras, unbeweglich wie immer, die zusammengestürzte Wohnstätte betrachtete. Der Doktor entkleidete den Ausgegrabenen vollständig, er fand keine Wunde an ihm. Er und Bell rieben ihn dann mit in Weingeist getauchten Bäuschen ab, und bald wurden Anzeichen des wiederkehrenden Lebens sichtbar. Der Unglückliche war aber in einem Zustande vollständiger Erschöpfung und der Sprache vollkommen beraubt. Am Gaumen klebte seine Zunge wie angefroren. Der Doktor durchsuchte die Taschen in der Kleidung. Sie waren leer. Kein Schriftstück fand sich. Er ließ Bell die Friktionen fortsetzen und wandte sich zu Hatteras. Dieser war indes in das zerstörte Haus hineingestiegen, hatte den Erdboden sorgsam durchsucht und kam eben mit einem halb verbrannten Briefkuvert in der Hand wieder heraus. Auf diesem Papier waren nur noch lesbar die Worte: Tarmont. Orkphase. Weyok. Alter Mond, rief der Doktor aus, von dem Schiffe Popphase. Aus New York. Ein Amerikaner, sagte Hatteras zusammenfahrend. Ich rette ihn, sagte der Doktor, ich gebe mein Wort darauf. Und wir werden die Lösung dieses schrecklichen Rätsels finden. Er kehrte zu Alter Mond zurück, während Hatteras nachdenklich zurückblieb. Dank seiner Sorgfalt gelang es dem Doktor, den Erstarrten ins Leben zurückzurufen, aber noch nicht zur Empfindung. Dieser sah nicht, er hörte nicht, er sprach nicht, doch er lebte. Am anderen Morgen ging Hatteras den Doktor an. Es ist Zeit, dass wir aufbrechen, sagte er. Gewiss, erwiderte dieser, der Schlitten ist jetzt leicht, wir laden diesen Unglücklichen mit auf und führen ihn zum Schiffe. Meinetwegen, sagte Hatteras, aber erst noch die Totten begraben. Die beiden unbekannten Matrosen wurden wieder unter die Eistrümmer zurückgebracht und Simpsons Leiche nahm Altamonts Stelle ein. Mit einem stillen Gebete nahmen die drei Gefährten von ihrem hingeschiedenen Genossen Abschied, und um 7 Uhr morgens traten sie den Rückweg nach dem Schiffe an. 2 der Zughunde waren verendet. Duke bot sich fast selbst an, mitzuziehen, und Seth es mit dem Bewusstsein und der Entschlossenheit eines echten Grönländers. Während der 20 Tage vom 31. Januar bis 19. Februar nahm die Rückreise so ziemlich denselben Verlauf wie die Herreise. Nur bot das Eis im Februar, dem kältesten Monate, überall eine sichere Oberfläche. Die Reisenden litten zwar schwer unter der ausnehmenden Kälte,
blieben aber doch von Stürmen verschont. Am 31. Januar war auch die Sonne zum ersten Male wieder sichtbar geworden, jeden Tag stieg sie weiter über den Horizont herauf. Bell und der Doktor, fast blind und halb hinkend, waren mit ihren Kräften zur Neige, ja der Zimmermann konnte nur noch auf Krücken gestützt wandern. Alter Mond blieb bei Leben, aber in völliger Bewusstlosigkeit. Manchmal fürchtete man für ihn, aber umsichtige Pflege sicherte sein Wiederaufkommen. Und dabei hatte der brave Doktor mit sich selbst genug zu tun, denn seine eigene Gesundheit nahm zusehends ab. Hatteras dachte an den Vorwart, an seine Brick. Wie würde er sie wiederfinden? Was würde an Bord alles geschehen sein? Wird Johnson dem Shandon und seinem Anhänger haben widerstehen können? Ist die Kälte sehr arg gewesen? Sollte man das unglückliche Fahrzeug im Ofen geopfert haben? Waren die Masten und der Schiffsraum noch unversehrt? Solche Gedanken im Kopfe ging Hatteras jetzt voraus, als hätte er seinen Vorwart schon aus der Ferne sehen wollen. Am 24. Februar des Morgens blieb er plötzlich stehen, 300 Schritte vor ihm stieg ein rötlicher Schein auf, über den sich eine ungeheure Rauchsäule hinwälzte, die sich in den grauen Nebelmassen des Himmels verlor. Was bedeutet dieser Rauch? Rief er entsetzt. Das Herz schlug ihm so heftig, als wollte es brechen. Da seht doch! Da unten, den Rauch! Sagte er zu seinen zwei Genossen, die ihn nun eingeholt hatten, mein Schiff steht in Flammen. Aber wir sind noch mehr als 3 Meilen davon, meinte Bell, das kann der Vorwart nicht sein. Und doch, er ist es, erwiderte der Doktor, das ist nur Wirkung der Luftspiegelung, der ihn uns so nahe erscheinen lässt. Eilen wir schnell, rief Hatteras, der den beiden anderen vorauslief. Diese ließen den Schlitten unter Ducks Leitung und folgten so schnell sie konnten, dem Kapitän nach. Eine Stunde später bekamen sie das Fahrzeug in Sicht. Oh, schrecklicher Anblick! Mitten im Eise flammte die Brigg hoch auf, die Lohe ergriff schon die Schiffswände und der Südwind trug das Geprassel bis in Hatteras Ohr. 500 Schritte weit von ihnen stand ein einzelner Mensch, der verzweiflungsvoll die Hände rang, er stand still da, ohnmächtig gegenüber der Glut, die den Vorwart verzerrte. Er war allein, und dieser Einzige war der alte treue Johnson. Hatteras rannte auf ihn zu. Mein Schiff! Mein Schiff! Fragte er mit erregter Stimme. Sie sind es! Kapitän! Erwiderte Johnson, halt, halt! Keinen Schritt weiter! Nun! Fragte Hatteras mit drohender Stimme. Die Schurken alle! Sagte Johnson, haben vor 48 Stunden das Schiff verlassen und es vorher in Brand gesteckt. Verflucht, rief Hatteras. Dann donnerte eine furchtbare Explosion, die Erde zitterte, die Eisberge sanken nieder auf die Fläche und eine Rauchsäule schoss in die Wolken. Der Vorwart, dessen Pulverkammer in Brand geraten war, verschwand in einem Flammenmeere. In diesem Augenblicke erreichten der Doktor und Bell den Kapitän. Dieser, erst in Verzweiflung gesunken, richtete sich plötzlich auf. Meine Freunde, sagte er, die Feiglinge haben die Flucht ergriffen. Die Starken werden siegen. Sie, Bell und Johnson haben den Mut. Doktor, Ihnen gehört das Wissen, und ich habe den Glauben und das Vertrauen. Da unten ist der Nordpol.
Ans Werk also. Ans Werk. Die Genossen Hatteras erstärkten wieder bei diesen männlichen Worten. Und doch, die Lage dieser vier Menschen und des Halbtotten war furchtbar, verlassen ohne Hilfsmittel, verloren, allein unter dem 84. Gerade nördlicher Breite, tief, tief drinnen in dem Reiche des ewigen Eises. Ende des ersten Bandes.